Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied. Moin Leute, so, Feeling zieht los. Leute, warum habe ich jetzt hier einen Kamillentee? Was soll jetzt die Scheiße? Jetzt habe ich jetzt, ich habe so eine Fastenkur gemacht, eine Woche lang, da habe ich jetzt Tee getrunken. Das heißt ja nicht, dass ich mein Leben lang jetzt hier Tee trinke. Aber ich mache es jetzt trotzdem, weil ich will es jetzt auch nicht wegschütten. Aber das ist wirklich, sagt man, einmal irgendwie 1982er Bauchschmerzen, dann rennen ja die Leute da 40 Jahre hinterher mit einer Wärmeflasche. Gibt's noch Wärmeflaschen eigentlich? Oh, Kamillentee ist einfach, also das ist, wenn du überhaupt keine Action im Mund haben möchtest, dann trink doch Kamillentee. So, ich habe heute Weinblätter gegessen, vom Türken gab es heute Essen, das ist super lecker, aber ist natürlich für so eine Gesprächssendung ist wirklich gut, dass man das nicht sieht, weil ich habe natürlich jetzt überall im Gebiss, überall hängt mir da grüner Salat raus. Das ist richtig, das, wenn ich den Mund aufmache, sieht aus wie so eine grüne Tropfsteinhöhle, weil das von unten, von oben. Das ist jetzt auch eine Wissenschaftssendung, natürlich Stalagmiten, Stalaktiten. Was wächst nach oben, was nach unten? Das ist die Eselsbrücke, das ist das Einzige, was ich in 10 Jahren Schule gelernt habe. Dieses Wissen, ich bin ja nicht so, ihr kennt mich, ich gebe gerne weiter. Man muss einfach nur Stalagmützen und Stalaktüten. Also die Stalagmütze ist nach oben und die Stalaktüte, die hängt von oben nach unten. Stalaktite, Stalagmite. So, los geht's. Lass uns nicht lange quatschen. Der Tee wird kalt. Abwartend Chai trinken, wie man in Neukölln so schön sagt. Also Leute, es geht los. Wir starten das Intro. Ich bin gespannt, wer kommt. Das habe ich nämlich jetzt schon vergessen. Das ist für mich so eine Selbstverständlichkeit, dass dann irgendeiner hier sitzt, aber dann wird mir immer wieder klar, ich habe die ja gar nicht eingeladen. Also der oder die, die jetzt, ich hab die nicht eingeladen. Ist ja eine spontane Geschichte. Also, viel Spaß mit Feelings. Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer Feelings. Nein, Kai Pflaume. Kurt, der Jugendbeauftragte von der ARD ist da. Wie ist es? Wo kommst du denn jetzt her? Von draußen. Aber hast du nichts zu tun? Nee. Du hast doch immer zu tun. Ja. Wie viele Sendungen hast du heute zum Beispiel noch schon aufgenommen? Noch gar keine. Und weil ich immer zu tun habe, war ich bisher noch nicht da. Ich wollte ja schon ganz lange hier mal zu Gast sein. Ich wäre schon am allerliebsten in der ersten Folge hier gewesen. Naja, klar. Aber ich habe halt immer zu tun. Wie, aber du hast heute noch eine Sendung? Nein. Ich habe mir wirklich den ganzen Tag nur für dich freigehalten. Aber dass mir das nicht einreißt. Nein. Du verlotterst ja. Du bist arbeiten. Ich habe diese Zeit eingearbeitet, um heute hier sein zu können. Ja? Ja, ja, ja. Ich habe in den letzten 8 Wochen so viele Sendungen produziert. Ja. Und deswegen habe ich jetzt, der schönen Jahreszeit, habe ich ein bisschen Freizeit. Und hast du Sommer denn frei? 8 Wochen oder was? Ja, also nicht ganz 8 Wochen am Stück. Also es doch passiert immer mal irgendwas zwischendurch. Aber eine Sendung, von der wir noch nichts wissen, die wird ja dann aufgezeichnet, wo wir dann einfach mal 80 Stück machen und dann werden wir es mal sehen, ob das läuft. 80 nicht, aber ein bisschen was passiert. Aber wie viele Sendungen machst du denn pro Jahr? 400 oder was? Ich glaube, es sind jetzt so in den letzten Jahren immer so 185 im Jahr. 185? Guck mal, es sind ja alleine 150 Folgen, wer weiß denn sowas im Jahr? Wie viel? 150. 150? So viel habe ich in meinem ganzen Leben zusammengerechnet, nicht gemacht. Ja, das läuft hier, guck mal, es läuft täglich, Montag bis Freitag und dann über einige Monate. Und dann kommt schon ein bisschen was zusammen. Und dann machen wir ja die Samstag. Auch an Kohle, oder? Ja. Kommt da nicht einige zusammen, wenn man 150 Sendungen macht? Ja, muss man ganz schön Steuern zahlen. Ach so, stimmt. Ja. Na dann, stimmt. Ja. Aber sag mal, so viel hast du eigentlich nicht irgendwann, denkst du nicht mal, also das reicht doch jetzt hier so viel, immer jeden Tag dann diese Sendung. Nö, habe ich nicht. Also das Schöne ist doch, wenn man Dinge machen kann, die einem Spaß machen. Ja. Ja, und das, was ich jetzt mache, mache ich alles freiwillig. Zum Teil habe ich mir das ja selber mit ausgedacht.
Und das ist Luxus. Also wenn du mit den Sachen, mit denen du dann Spaß hast, auch noch Erfolg haben kannst. Ja. Guck mal, dann du warst ja nun auch schon mal bei uns und weißt ja, dass die Stimmung gut ist mit Bernhard und Elton. Pass auf, wenn ich dich jetzt nicht kennen würde, würde ich jetzt sagen, ja, der erzählt ja jetzt so, man muss immer das machen, was einem Spaß macht. Jetzt habe ich hier schon zwei oder dreimal bei dir, habe dich so kennengelernt und dachte vorher, muss ich sagen, ich hatte so einen Vorurteil. Ich dachte, naja, der ist immer gut drauf, aber dann schubst er Leute aus dem Team oder scheißt sie zusammen oder so. Hat sie das Vorurteil jetzt nur beim ersten Besuch oder beim zweiten und dritten? Nee, durchgehend immer, auch jetzt. Völlig unangenehm, der Typ privat. Nee, ich habe eine Sache, kann ich ruhig erzählen, weil passiert nichts. Ich war bei, wer weiß denn sowas? Pass auf, jetzt ist es so, man ist in diesem Studio Hamburg und dann ist man in der Garderobe, ist irgendwo im ersten Stock und da hast du immer einen Fernseher und in dem Fernseher wird übertragen, was im Studio läuft. Genau. So, plus Ton. Genau, wir zeichnen ja drei Sendungen am Tag auf und wenn du jetzt zum Beispiel in der zweiten oder dritten Aufzeichnung bist, dann siehst du als Gast schon mal, was in der Aufzeichnung davor passiert. So, jetzt pass auf. Jetzt bist du da im Studio, rennst da rum, dein Mikrofon ist an, wo ich dachte, so, jetzt heute wird er sich verraten. Jetzt platzt der Ballon. Weißt du, ich hab schon mitgeschrieben. Ich wollte schon alle informieren. So ist er wirklich. Und jetzt gucke ich da so ziemlich, also wirklich wie so ein bisschen, ich schäme mich um. Ist so ein bisschen Stasi-Ding eigentlich so. Ich hab dich abgehört. Aber es war ja an. Ich hab's ja nicht in Auftrag gegeben. So, jetzt läuft der Kai Pflaume da im Studio rum, geht zu der Kamerafrau, zum Kameramann und fragt, na, wie läuft's so? Und ja, hier und da. Und wie hat sich da was geändert? Hat sich da was getan? Also du warst zu allen freundlich, wo ich wirklich nach einer Viertelstunde entsetzt und traurig den Fernseher ausgemacht habe, wo ich dachte, der ist einfach freundlich. Tut mir leid. Es tut mir echt leid. Ich war entsetzt gewesen. Ich dachte, wie kann man denn öffentlich erzählen, dass einem das Spaß macht und dass einem das denn wirklich Spaß macht? Aber glaubst du ganz ehrlich, in der heutigen Zeit, wo alles, wo auch die Medien ja so gläsern geworden sind, und ich mache jetzt in diesem Jahr genau 30 Jahre Fernsehen. 30 Jahre. Wenn man jetzt wirklich ganz anders wäre als das Bild, was man von sich selber da im Fernsehen vermittelt. Glaubst du wirklich, dass man das durchhalten könnte? Dass es nicht Leute gäbe, die einen da schon längst entlarvt hätten? Und ich sagen, glaube, also, in der heutigen Zeit nicht mehr. Nicht mehr? Nicht mehr. Warum nicht mehr? Also man würde das nicht durchhalten können. Ja, so, nee, also, ja. So. Ja. Aber irgendeiner würde doch kommen und würde dann irgendwo raus. Man hat ja früher sowas gehört von Schlagersängern oder so, die immer die schöne Welt besungen haben und dann aber privat, wo man dachte, das passt dann überhaupt nicht zusammen. Und da war es immer so, wo ich dachte, naja, wenn du jeden Tag über die Welt singst, die so schön ist und die Liebe und ich liebe dich und du liebst mich auch. Deswegen singe dass ich man nicht. Dass man da dann durchdreht und sagt, ich muss jetzt irgendjemanden schubsen. Und dann hat man das ja so gehört. Und deswegen dachte ich immer, naja, du musst doch irgendwas ein schwarzes Hobby haben, also wo man sagt, also der ein bisschen mit einem Luftgewehr irgendwie im Park unterwegs und schießt auf Tauben oder so, weißt du? Und das, dann frage ich mich, das wäre ein hartes Hobby. Jetzt ernsthaft, wie kriegst du das denn? Wie, hast du gute Laune-Tee morgens oder was machst du denn? Ich glaube, ich bin wirklich so. Also es gibt wenig so Gefühlsschwankungen. Also ich bin eigentlich grundsätzlich erstmal, ich werde eigentlich meistens morgens schon wach und freue mich auf den Tag. Das ist schon mal eine ganz gute Grundvoraussetzung. Aber ganz langsam jetzt. Der Kai Pflaume steht jetzt morgens auf. Um wie viel Uhr? Also je nachdem, wann ich natürlich muss, aber ich sag mal so zwischen 37 und 8.30 Uhr. Na, da wäre ich doch schon scheiße drauf. Da würde bei mir doch schon... Warum zu spät? Ja. Na, klar, wann stehst du denn morgens auf? Na, immer um 4. Ich warte noch Pilates und dann gehe ich ins Büro. Nee, aber okay, gut, dann stehst du auf, freust dich auf den Tag. Genau, dann starte ich so in den Tag, wie viele andere Menschen auch. Zähne putzen, duschen, alles, was so dazugehört, rasieren. Übrigens, mal ganz kurz, wenn irgendwas erfunden werden würde, ne, was von heute auf morgen, was man nehmen könnte... Und der Bartwuchs würde damit eingestellt sein. Ja. Also man würde einfach keinen Bartwuchs mehr haben. Ja. Würde ich sofort nehmen. Ja, weißt aber du, lass ja doch einen Bart wachsen. Nee. Warum nicht? Nee, ich glaube, passt nicht zu mir. Wieso? Nee, ich habe auch nicht so einen extremen Bartwuchs. Ich habe mal probiert, aber das, also bis ich jetzt da wäre, wo du Kai jetzt bist. Kai Pflaume hat jetzt einen Bartwuchs vom 12-Jährigen, oder? Ja, was? Wirklich, ich glaube schon. Also bis ich jetzt da wäre, wo du jetzt bist, wird, glaube ich, ein halbes Jahr dauern. Und würde dann wahrscheinlich noch scheiße aussehen. Das dauert bei mir 4 Tage. Ja, das meine ich, ja. Gibt ja Leute, die rasieren sich morgens und haben abends schon wieder Vollbart. Ja, so ein hormonelles Ding, aber das habe ich halt nicht. Aber ich würde das sofort nehmen, weil ich finde, rasieren kostet dich so viel Zeit im Leben. Du schneidest dich, du blutest auch immer. Ja, ich rasiere mich trocken. Also entzündet sich das. Ich rasiere mich trocken. Trocken? Also Trockenrasierer.
Aber da bist du doch morgens schon, jetzt sei ehrlich, denn wütend, dass du sagst, scheiße, ich muss mich schon wieder rasieren. Nee, hab ich und dann schlägst du so gegen den Spiegel. Jeden Tag einen neuen Spiegel. Nee, habe ich mich mit abgefunden, mit der Rasiererei. Aber trotzdem, das ist so, dann habe ich mich rasiert. Ja. Dann mache ich mir einen Porridge. Ja. Ja, Haferbrei. Ne? Ja, ich weiß, Porridge kenne ich, habe ich auch schon mal. Ja, habe ich jetzt auch nicht für dich übersetzt. Aber Machst du jeden Morgen? Oh. Frühstücke ich immer. Geht ja ganz schnell. Und dann gehst du deine 60 Kilometer joggen. Ja, genau. Das ist immer so ein Ding. Du machst 4000 Sendungen im Monat. Genau, dann laufe ich dann Marathon und dann fahre ich zur Arbeit. Irgendwie. Jetzt habe ich gesehen, bei Insta ein Fahrrad gekauft, wo du dann aussahst. Na, mit dem Fahrrad, da kann ich ja dann 400 Kilometer morgens fahren. Das ist von Vorteil, ja. Nein, guck mal, das ist die verschobene Wahrnehmung, die man hat, wenn man Menschen auf Social Media folgt. Ja. Ich werde ganz häufig gefragt, du läufst ja jeden Tag, ne? Ja. Und so. Nein, das tue ich nicht, nein. Du läufst, also pass auf, du läufst und dann machst du aber in 20 verschiedenen Outfits Bilder. Und dann hast du eine Falle. An einem und dann Tag, sitzt Kai Flormel nämlich zu Hause schön mit Chips und so, weißt du, und lässt sich gut gehen. Genau, krümel mir auf die Socken. Machst du das? Gibst du ein Ding, wo du komplett durchdrehst und dann sagst, jetzt bring jetzt auf den Tisch Snickers und Schokolade und Cola? Ja, nee. Also guck mal, das ist schlimm jetzt, weil das bringt mich selber jetzt in so eine Situation, in der ich gar nicht sein möchte. Ne? Ja, wir arbeiten jetzt an deiner schlechten Laune. Du gehst hier raus heute mit richtig schlechter Laune und wirst noch mich anschreien. Und dann kann ich nämlich beenden mit dem Satz, so ist er nämlich wirklich. Genau. Guck mal, jetzt, wir können das ja beschreiben. Ne? Ja. Vor uns steht jetzt hier so eine Etagere. Genau, so ein Telegebäckständer. Ja, und da sind ganz viele Süßigkeiten drauf. Und das gucke ich mir jetzt an und freue mich darüber, dass das da steht und wie schön das aussieht und dass das schön bunt ist. Aber es gibt keinen Reflex darauf, und den habe ich schon als Kind nicht gehabt. Ich habe als Kind schon keine Schokolade und sowas gegessen, dass ich jetzt irgendwie denke, boah, das würde ich jetzt gerne. Du hast jetzt keinen Bock auf Schokolade? Überhaupt nicht. Was stimmt denn mit dir nicht? Ich habe nie Bock. Also auf Schokolade habe ich wirklich nie Bock. Aber, also Chips aber. Nee, Chips auch nicht, wenn Nüsse. Nüsse? Also, ja, so Nuss. Aber gesalzene jetzt. Ja, kann auch geröstet sein. Also so. So ein Studentenfutter. Ja, wobei, was ich bei Studentenfutter. Die Rosinen natürlich. Ja, aber ich habe jetzt. Ich kann jetzt aber die Marke nicht nennen, aber kann ich dir nachher mal erzählen, kann ich dir empfehlen. Ich habe so eine Website gefunden, da kann man sich diese Nussmischung oder Nussfrüchte und so weiter, Trockenfrüchte, kann man sich alles selber zusammenstellen und dann kriegst du das frisch geröstet, kriegst das einfach nach Hause geschickt. Okay. In Hamburg haben die auch Geschäfte, aber grundsätzlich kann man das. Also wir sind jetzt noch bei Porridge und Nüsse, die du dir selbst zusammengestellt hast. Ja, ja, also sowas mache ich. Also ich esse schon auch einen Schnitzel und sowas. Ne? Nein, also, wie verrückt. Weißt, du drehst ja komplett durch. Weißt du, wie du gerade Nein gesagt hast? Kein Flau mit einer Ekstase. Das war gerade wie Louis de Funès. Ja, nein. Schnitzel. Den finde ich super cool. Ich komme ja noch aus auch Pommes und so? Nicht so gerne, lieber Bratkartoffeln. Mhm. Aber ohne Zwiebeln. Was ich sehr gerne mag, ist Kartoffelbrei. Kartoffelbrei natürlich mit Fischstäbchen und. Nee, Fischstäbchen nicht. Nee, den mag ich nur nicht. Kartoffelbrei. Nur Kartoffelbrei. Das ist doch nicht dein Ernst. Nee, lieber, wenn Kartoffelbrei. Und dann, wenn Kartoffelbrei gerne zum Beispiel mit Königsberger Klopsen. Ja, okay. Mit Kapern oder ohne? Mit? Na, auf jeden Fall. Natürlich mit. Und ein bisschen rote Beete. Da ist ja schon so wenig dran. Da hast du ja nur deine Klopse da und Kartoffelbrei. Und ein bisschen rote Beete. Ich liebe rote Beete. Ja, naja, passt jetzt natürlich zu dir. Warum? Weil das so gesund ist. Ist das so? Weiß ich gar nicht, ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht. Aber hast du das dein Leben lang so gemacht, dass du immer gesund warst? Oder hast du irgendwann gesagt, jetzt hat der Arzt gesagt, Cholesterin ist bei 400, Herr Florme. Was halten Sie denn mal von so einer schönen Kartoffelbrei-Diät? Ja, Kartoffelbrei ist auch was Schönes. Rote Beete dabei, lecker. Nee, also es war nein, ich habe auch wilde Zeiten gehabt. Ja. Da habe ich Alkohol getrunken. Nein. Ich habe mal 2 Jahre geraucht. Ich habe mal 2 Jahre geraucht. Das ist wirklich eine lustige Geschichte. Zwei Jahre? Möchtest du wissen? So Schokoladenzigaretten oder was? Genau, ich habe die aber nur ausgepackt, weil ich mag ja keine Schokolade. Ich habe nur das Papier. Aber du hast dann gepafft. So, ich habe das Papier weich gelutscht und dann habe ich sie weggelegt. Du hast sie geraucht? Ja, ich habe 2 Jahre geraucht, weil ich so Zigarettenpromotion gemacht habe. Weißt du, es war so, Geld. Da du warst der Marlboro Man. Ja, genau, sowas habe ich gemacht. Aber möchtest du wissen, warum ich mit dem Rauchen aufgehört habe? Ja. Das war wirklich sehr lustig. Und das war von einem Moment auf den anderen. Wir waren abends aus. Ich war immer so ein Ausgehraucher. Ja. Ja, wir waren irgendwo, ich weiß nicht mehr, in Frankfurt. Ich habe in Frankfurt am Main damals gelebt, in einer Bar. Und ich saß da mit einer Zigarette.
und habe irgendwie so in der Welt rumgeguckt und habe ich mich so rumgedreht und dann war rechts von mir war ein Spiegel. Ja. Und da habe ich mich selber mit der Zigarette im Spiegel gesehen. Ja. Und ich fand, das sah so uncool aus, das sah so doof aus, dass ich mir in dem Moment gesagt habe, ey, wenn du so mit einer Zigarette aussiehst, und ich finde das jetzt schon selber oh, ja, total uncool. Also musstest du lachen? Also ich war eigentlich so ein bisschen hast erschrocken. Hast du die Nase gehabt? Ich war so eine, weißt du, ich war so, es gibt ja Kerle, wo das richtig cool aussieht, ja, wenn die rauchen. Ne? Wo du sagst, ja, da gehört die Zigarette in die Hand, die sind dafür gemacht. Ja. Ne? So, und dann gab es mich und ich war so einer, der mit so ausgestreckten Fingern die Zigarette gehalten hat. So ganz oben bestimmt. Ne? Ja, so, ja, und so. Und das sah einfach nur uncool aus, sah richtig doof aus. Ne? Dann habe ich mir natürlich gedacht, habe ich so dann den Laden geguckt und habe gesagt, ey, ich möchte doch jetzt nicht, dass irgendjemand, dass die mich so sehen mit der Zigarette in der Hand, weil die denken und ja wahrscheinlich sagen, genau nee, dasselbe, was ich jetzt gerade gedacht habe. Den spreche ich nicht an. Und ich habe wirklich von diesem Moment an nie wieder eine Zigarette angefasst. Aber aus Eitelkeit denn? Also im Grunde Eitelkeit. Bist du eitel, also sehr eitel? Also ich sag mal so, ich möchte niemandem optisch zur Last fallen. Du musst schon gut aussehen, wa? Ja, muss nicht, aber ich arbeite ja im Fernsehen. Ja, aber du siehst gut aus, das kann man mal so sagen. Kai Pflaume sieht schon gut aus. Aber ist das nicht immer sehr subjektiv in einer Betrachtung? Nein, du bist schon, das kann man ruhig mal, das können auch Männer ruhig mal jetzt öfter machen, einfach mal sagen, du siehst gut aus, du siehst richtig gut aus. Also ich kann das ja nur zurückgeben, ich finde ja auch. Ich finde, genau, jetzt musst du natürlich auch sagen, auch wenn es vielleicht nicht stimmt, dass ich auch gut aussehe. Nein, ich kann das wirklich nur zurückgeben. Ich finde, du bist so ein Charakterkopf, und du bist so ein ganz charismatischer Typ. Also nicht schön, sondern so ein Charakter. Nee, du bist schon. Der liebe Gott sich was bei gedacht hat. Ich weiß nicht, ich finde, du bist ein sehr attraktiver Mann. Dankeschön. Das hat man nicht oft, oder? Dass Männer sich gegenseitig Komplimente machen? Das hat man viel zu selten. Kann man ruhig öfter machen. Ja, finde ich auch. So, wir sind aber immer noch nicht bei der schlechten Laune angekommen. Du machst ja manchmal, hast du ja so 3 Sendungen am Tag. Mhm. Was? Wie geht das? Ist das eigentlich für mich? Das Getränk, ja. Mhm. Okay. Was hast du dir gewünscht? Das ist bestimmt Tomatensaft. So rot. Weißt du, was wirklich lustig ist? Ich weiß nicht mehr, was ich mir gewünscht habe. Ich bin gespannt. Ist Alkohol drin? Mhm. Du trinkst ja bestimmt auch nichts, wa? Du trinkst ja so ein Glas Rotwein Heiligabend. Ode. Das ist was mit Ingwer? Klar. Es sind bestimmt auch rote Beete drin und Kartoffelbrei. Es ist sowas, ich glaube, Ingwer und Rhabarbersaft. Wann hast du dir die Wunsch vor 2 Jahren oder was? Holunderschorle mit etwas Ingwer. Also ich sag mal so, da ist jetzt... Johann Lafer macht heute Regie, dankeschön. Ich sag mal so, der Holunder ist ein bisschen zu kurz gekommen, aber ist sehr lecker. Ach so, willst du dich jetzt beschweren oder was? Passt es dir nicht? Du mit deiner schlechten Laune hier wieder. Mein Gott, sei doch mal fröhlich. Steh doch mal morgens auf und sag, also Mensch, ich freue mich auf den Tag. Ich sag dir eins, ne? Wenn bei der Holunder-Ingwer-Schorle, wenn da die Mischung nicht stimmt, da kann ich schon ausrasten. Da kann ich schon mal ausflippen. Und sag mal, wie oft bist du denn nicht zu Hause? Weil ich frage mich immer, du musst ja jetzt nicht drauf antworten, ich will jetzt hier nicht zu privat werden, aber du bist unheimlich oft weg, oder? Oder spielt ihr denn alles in München, was du machst? Weil wer weiß denn sowas, ist ja in Hamburg. In Hamburg, genau. Also ich lebe in München mit meiner Familie. Ja. Und die Produktionen sind entweder in Hamburg, wer weiß denn sowas, oder Klein gegen Groß ist in Berlin. Ja. Und Kaum zu glauben ist auch noch in Hamburg, was ich für das NDR-Fernsehen mache. Also das heißt halt, wenn ich dann arbeite, dann hast du in der Tat recht, dann bin ich nicht zu Hause. Ja. Hat aber auch wieder zur Folge, wenn ich dann zu Hause bin, bin ich weit weg von der Arbeit. Ja. Und dann ist nicht so, kannst du mal kurz vorbeikommen, wir müssen mal was besprechen und so weiter. Dann bin ich wirklich privat und heißt auch unser ganzer Freundeskreis und so. Ja. Sind eigentlich alles Leute, die gar nichts mit dem Fernsehen zu tun haben. Was durchaus auch, also hat keinen Vor- und Nachteil. Also ich werde jetzt nicht sagen, dass Leute aus dem Fernsehen ja nicht per se doof. Mhm. Aber man neigt natürlich eher dazu, wenn man Leute, Kolleginnen und Kollegen trifft, dann auch mit denen mehr über den Job zu reden. Und wenn man jetzt Freunde, Bekannte hat, die nichts damit zu tun haben, dann redet man halt auch über andere Sachen. Und du kommst nach Hause und bist du der private Kai Pflaume und sagst so, Papa ist da jetzt. Naja, das ist dann im Grunde genommen das große Kompliment an meine Frau und unsere Söhne. Mhm. Ne? Das heißt ja auch, dass man immer so gehen und ankommen kann, weißt du, dass das muss der Partner, die Partnerin schon mitmachen. Ja, dass das Weggehen und Ankommen nicht immer so ein großes Ding wird, weißt du, so jetzt Riesenalarm, Papa fährt jetzt oder geht jetzt, ne? Und genauso ist nicht
nicht Riesenalarm, Papa ist wieder da, ne? Mhm. Sondern so ist das halt. Ach aber Gott, Papa ist wieder da. Ja, genau. Ja, kenn ich auch. Ja. Heute schon? Mhm. Ich dachte, du kommst morgen. Ich so, nein, ich komme heute. Mhm. Aber der Vorteil ist wiederum, dass man eben auch viel mehr Zeit dann am Stück zu Hause zusammen verbringen kann. Mhm. Ne? Also, dass man eben sagt, guck mal, pass auf, die Jungs haben Ferien. Jetzt sind die nicht mehr in der Schule, aber der Zeit, in der sie in der Schule waren, haben sie Ferien. Und dann habe ich eben immer gesagt, okay, da sind Ferien, da kann ich nicht arbeiten. Mhm. Also, da habe ich dann frei. Mhm. Ja? Und so das mag ich auch so, dass ich sage, Ferien sind frei, auch so Sachen wie Heiligabend, Silvester oder so. Genau. Die Geburtstag der Kinder, da darf nichts passieren. Nee, ich glaube wirklich. Aber ich habe trotzdem bei mir das Gefühl, und ich mache jetzt nicht so viel, dass ich so denke, boah, seh zu, dass du zu Hause bist. Weil irgendwann sind die Kinder aus dem Haus. Ich möchte nicht, genau, dass sie dann sagen, ich weiß ja gar nicht, dass sie mein Vater waren. Sie waren ja nie da. Ja. Wo kommen sie her? Aber genau das ist es. Und ich glaube, gemeinsame Erlebnisse schafft genau diese Verbindung. Und das, glaube ich, die gemeinsamen Erlebnisse, die gab es und gibt es noch heute. Also gut so, wie es ist. Also deine Kinder sagen nicht, Mensch, du warst ja nie da. Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, ganz im Gegenteil, wann immer es nötig und wichtig war, glaube ich, gab es 100% Verlass darauf, dass ich da war. Mhm. Und hast du auch so, warst du bei Elternabenden und so? Ja, ab und an, ja. Und das, ja, manchmal aber auch, also auch nicht, vielleicht auch nicht überpräsent, weil es ja manchmal auch so ist, dass das dann auch für die Lehrer komisch ist. Die denken dann, du moderierst dann. Ja, weißt du, so, das hat so ein bisschen, weißt du, das ist ja manchmal so, dass man dann so denkt, ey, Leute, ich bin jetzt hier als Vater, nicht als der Mann aus dem Fernsehen. Ich finde das sehr, das hat was sehr Unangenehmes. Ich war auch so bei ein paar Elternabenden mit dabei und dachte dann so, das ist schwierig, euch jetzt, das ist genau das, was du sagst, euch zu erklären, ich bin hier Vater. Mhm. Ich will keine extra Wurst, ich will kein Lob, ich will auch kein Dankeschön, ich will gar nichts. Also ich will nicht anders behandelt werden. Aber es ist unheimlich schwierig, weil das oftmals klappt das denn nicht. Also gucken die einen an und denken, ja, er macht sich jetzt lustig, so in meinem Fall. Ne? Und dann denke ich, nee, ich gehe hier einfach als Privatperson in die Schule rein und also hat nichts mit meinem Beruf zu tun. Also das heißt, für dich ist es okay, wenn deine Kinder bevorzugt werden, aber du möchtest normal behandelt werden. Ich möchte normal behandelt werden, meine Kinder müssen aber, dann muss einer immer mit Rosenblättern vor denen herlaufen. Wie war das denn? Dann wird so reinprojiziert. Ne? Mhm. Jetzt kommt hier der Herr Pflaume, der muss man nicht denken, dass er sich jetzt vordrängen kann. Aber beim Bäcker habe ich das so. Ich stelle mich dann natürlich ganz hinten an und gehe nicht nach vorne und sage, ich bin's, die Schrippen aber sofort. Sondern, aber manchmal, ne? Ich erinnere mich. Glauben Sie mal nicht, dass Sie was Besseres sind? Genau, so. Ich denke, nee. Das kommt ja manchmal vor, wirst du ja auch schon erlebt haben, dass man sich irgendwo anstellt und dann kommt irgendjemand und sagt, Sie müssen sich doch nicht hier anstellen, kommen Sie noch nach vorne. Ja, und, so und dann sage ich, im Leben nicht. Das ist mir unangenehm. Ich gehe doch jetzt hier nicht an der Schlange vorbei und die Leute denken dann alle, oh, hier, der feine Herr und so weiter. Man könnte aber auch sagen, ja stimmt, ich bin ja was Besseres. Genau, also. genau. Ich erinnere mich an eine Geschichte, liegt ein paar Jahre zurück, aber das hat das sehr gut beschrieben. Ich war an der Tankstelle und hatte getankt und stand jetzt in der Tankstelle, wollte zahlen und es waren noch drei Leute vor mir. Und dann stand ich so an dem Kühlregal und dann habe ich mir gedacht, nehme ich mir eine Flasche Wasser mit und drehe mich so um und nehme die Flasche Wasser raus. Und dann steht eine Frau hinter mir und dann erkennt die mich in dem Moment. Ja. Ne? Und sagt, oh mein Gott, Kai Pflaume, was machen Sie denn hier? Ja, und dann habe ich so geschmunzelt und habe sie angeschaut und habe gesagt, naja, worauf tippst du? Ne? Ich habe getankt. Und dann guckte sie mich mit noch größeren Augen an. Ich wohne hier. Nee, dann guckte sie mich noch größeren Augen an und sagt, wie? Das machst du selbst? Ja. Ja, und das beschreibt es so. Das habe ich auch, dass die Leute, also sie kaufen selbst ein und dann denke ich so, wie soll denn das vonstatten gehen, dass ich jemanden einstelle, der denn einkauft. Ja. Bitte kaufen Sie Kaffee ein und 2 Pfund Bananen. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, aber das ist die Welt, oder? Dass sie das denken. Aber manchmal ist das ja auch, vielleicht gehört das auch ein bisschen dazu, weil das, was du machst, das, was ich mache, ist ja eben auch Teil einer Illusion. Ja. Ne? Man sieht diese Menschen dann im Fernsehen, auf großen Bühnen, heute natürlich im Social Media. Du bist eigentlich so eine Kunstfigur, wa? Du bist eigentlich, guck mal, der denkt so, ja, okay. Im Grunde schon. Und dann irgendwann stellt man fest, oh mein Gott, den gibt's wirklich. Mhm. Ne? Also der steht jetzt real vor mir. Und dann ist das natürlich ein unglaublicher Moment für den Menschen, wenn der jetzt alles von dir gesehen hat oder vieles von dir gesehen hat, was du so gemacht hast. Und dann will der vielleicht eben auch, dass es ein bisschen so ist. Mhm. Ne? Also ich glaube, manchmal ist dass es auch schade. Dass du dann in der Tankstelle anfängst zu moderieren. So. Ja. A, B oder C? Genau. Ich was hier, halte ich in der Hand? Genau, ich habe hier drei Antwortmöglichkeiten. Ich habe hier drei Antwortmöglichkeiten für dich. Ich habe das auch, dass die Leute dann, dass sie so stehen bleiben, erschrocken.
Aber weißt du, und dann, also wenn das auf der Straße in Bewegung ist zum Beispiel, dann gehe ich ja schon weiter. Und dann denke ich manchmal, gehe ich jetzt einfach weiter oder gehe ich jetzt nochmal zurück? Stelle ich mich vor? Oder das ist ein guter Moment. Ich mal, bin ich jetzt unhöflich, wenn ich jetzt weitergehe? Weil die bleiben dann stehen. Also ja, die gehen an mir vorbei und bleiben stehen, genau, also und sind so geschockt. Was machst du in dem Moment? Also du kommst jemanden auf der Straße, auf dem Gehweg entgegen. Ne? Und im Vorbeigehen, aber während die Person schon an dir vorbei ist, hörst du noch, wie jemand sagt, oh mein Gott, das war doch Kurt Krömer. Ja, ja, genau, ne? Diese Tusche. Ne? So, gehst du dann einfach weiter und tust so, als ob du es nicht gehört hast? Oder drehst du dich einmal kurz um und sagst, ja, vielen Dank, dass du mich erkannt hast? Ja, also, ich sag so, Tachchen. Ja. Also ich drehe mich dann um. Also das ist für mich dann auch so, also das ist so ein komisches Gefühl, weil ich denke, sag ich jetzt, ja, ich bin's? Wollen wir ein Foto machen? Oder weißt du so, was finden Sie denn toll an mir? Gehen Sie mal durch. Es gibt ja so ein paar, Standards. Manchmal winkt man dann auch, ohne was zu sagen. Also man winkt dann und dann wissen die, okay, der hat es jetzt Ich gehört. Winke manchmal auch Leuten, die mich gar nicht was erkannt haben. Was viele denken ist, ja, das ist auch sympathisch. Naja, aber warum oder nicht? Einfach Autogramme verteilen. Nee, aber ich sage auch manchmal Leuten Hallo, die mich gar nicht erkannt haben. Ja. Einfach, weil ich ein netter Mensch bin. Ach so. Weißt du, so. Das würde ich nicht machen, weil ich dann denke, ich setze voraus, dass die mich kennen. Oder du willst Kontakt aufnehmen. Ja. Kann ich bitte mit Ihnen reden? Ich bin beim Fernsehen. Ja, hallo, ich bin Kai Pflaume. Haben Sie mich nicht erkannt? Irgendwie zusammen machen? Ja. Aber was ich mir natürlich dann immer noch schwierig bei dir vorstelle, weil wenn dich Leute treffen und dich dann ansprechen, dann erwarten die natürlich auch sofort, dass du natürlich saulustig bist. Nee, eigentlich nicht. Nee? Also bei mir ist, ich finde, also ich weiß nicht warum, aber ich habe es verdient, die sind sehr nett und höflich. Also die sind, die das sagen mir auch Sie so. Zum Beispiel, da kommt jetzt keiner, der mir das jetzt bei mir zum Beispiel nicht so. Ins Kreuz schlägt und sagt, na hier, Kuti, mach mal einen Witz. Sondern immer, Entschuldigung, ich weiß, hören Sie öfter, aber sind Sie Kurt Krömer, dürfte ich ein Foto machen? Also das ist wirklich sehr, mit sehr viel Anstand immer verbunden. Ich werde lustigerweise... ich werde eigentlich fast immer geduzt. Selbst von jungen Leuten. Das sehe ich als großes Kompliment. Ja. Nee, bei mir immer Sie. Das dass die dann nicht eben denken, könnte auch ihr Lehrer sein oder so, ne? Sondern dass sie sagen, ey Kai und so. Also das finde ich toll. Ja. Ja. Ja, du hörst ja dazu. Du gehörst ja zum Inventar quasi. Das ist ja so, wenn ich Glotze anmache, zack, Pflaume schon wieder. Ach, guck mal da. Mhm. Ach, auf dem Sender hatte auch noch eine Sendung. Schön. Ja. Und im Internet kommst du mir auch nicht aus. Im Internet auch. Du bist ja auch hier bei Insta, YouTube und so. Mhm. Warum das auch noch? Die Sachen, also auch da muss ich ja sagen, das mache ich ja nicht, weil ich es machen muss, sondern also YouTube habe ich angefangen, weil ich das immer einen spannenden Kanal fand. Ja. Ne? Also das ist ja einfach ein weiterer Unterhaltungskanal. Und ich würde jetzt auf YouTube keine Quizshow machen oder so, ne? Weil das mache ich ja im Fernsehen. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Sachen, wo man sagt, das passt vielleicht so, wie ich das mache, eben besser auf YouTube und nicht so sehr ins Fernsehen, weil es eben das Publikum eher auf YouTube findet und das, was ich da mache, würde vielleicht das Publikum nicht primär so im Fernsehen finden. Mhm. Und das finde ich cool. Also damit, siehst du dir damit junge Leute denn ins Fernsehen? Oder? Auch, weil wir versuchen, das natürlich dann auch zu verbinden. Weißt du? Dann gibt es eben Leute aus dem Online-Bereich, die da super erfolgreich sind. Mit denen habe ich dann ein Video für meinen YouTube-Kanal gemacht. Ja, du warst irgendwo in New York mit irgendwelchen jungen Männern, wo du dann Hip-Hop getanzt hast. Ah nein, das war fast. Ich dachte, alles klar, nun ist dann natürlich auch in New York, hat da bestimmt das war, eine Sendung dreimal. Das waren die Elevator Boys und das war L.A. L.A.? Okay, alles klar. Ja, war das und dann saß du, fliegst du nach L.A. und... Ja, ich hatte in dem Falle, war ich eine Woche in L.A. und hatte mit verschiedenen Leuten eine Verabredung, die da leben, um da mit ihnen ein Video zu drehen für meinen Kanal. Ja. Und dann, als wir dort vor Ort waren, habe ich dann gesehen, oh, die Elevator Boys sind auch da. Wer sind denn die Elevator Boys jetzt mal das für sind, mich? Also, stell dir das so vor, das sind fünf Jungs, so ein bisschen wie eine Boygroup, nur dass die nicht singen oder noch nicht singen, vielleicht singen sie ja irgendwann nochmal. Und die sind halt auf TikTok groß geworden. Eine Boyband, die nicht singt? Ja, also ne, und die sind auf TikTok groß geworden. Vor allem machen die denn? Die haben natürlich am Anfang sehr viel getanzt, also diese Choreografien gemacht dann, ne, so wie Boybands das ja auch früher gemacht haben. Aber ist das nicht ein bisschen wie ein Moderator, der nicht spricht? Also so, Kai Pflaume, Samstagabendshow, aber pass auf, das ist jetzt neu, er sagt nichts. Er macht nur noch, bewegt nur noch den Mund. Nein, und Elevator Boys, weil sie am Anfang, also eins ihrer allerersten Videos war ein Video, wo sie auf einem Aufzug ausgestiegen sind. Ach so. Und dann
getanzt haben und dann gab es ganz viele Kommentare, die Elevator Boys, und so ist der Name entstanden. Und du kennst die auch alle dann, wa? Also bist du denn, also, weil du hast ja nicht genug zu tun, noch den ganzen Tag irgendwie im Internet unterwegs und... Nein, das bin ich nicht, aber das kommt dann automatisch und da sind ja auch viele Leute dabei, die eine echt spannende Geschichte zu erzählen haben. Ja. Könntest du dir das vorstellen, dass du... in der Jetztzeit, sagen wir mal, du bist jetzt 20, dass du bei Insta so durchstartest, dass Absolut. Du Workouts machst oder dass du Cremes verkaufst oder dass du... Ich weiß nicht, ob ich jetzt Workouts machen würde, aber also wenn ich jetzt nochmal so 18, 19, 20 wäre, ja. ich glaube, ich wäre eher YouTuber geworden, also ja. klassischer Influencer. Kennst du Felix von der Laden? Der hat, nee. Okay, also wir müssen ist uns... Ist der Sohn von der Ex-Verteidigungsministerin, oder was? Wir müssen uns nochmal privat treffen. Ja, ich muss dir mal so in L.A. denn. Ich muss dir mal so ein Onboarding geben. Ne? Onboarding, was ist denn das? So eine Einführung. In so das Thema reinbringen. Ja. Ja. Onboarding heißt Krass. Das auf Neudeutsch. Und der hat genau, so, er ist jetzt auch Ende 20, aber der ja. hat genau solche Sachen gemacht. Ne? Ist viel gereist, hat Sponsoren ja. gehabt, die ihm das bezahlt haben, hat sich Sachen angeguckt, kann sehr, sehr gut, sehr komplexe Zusammenhänge ja. erklären und ist so jemand, der so für ganz viele Themen eine Neugier hat. Und das fand ich immer total beeindruckend. Und da habe ich immer gesagt, ja, wenn ich heute nochmal in dem Alter wäre, hätte ich genau sowas, ja. hätte ich auch gemacht. Ja. Ich weiß das gar nicht, da bin ich schon zu alt für. Nein. Ich mach das ja auch bei Insta, ich weiß bis heute nicht, was die Leute da von mir wollen. Weil ich mache halt Fotos oder mal ein Video oder so und dann irgendwie scheint das die Leute zu interessieren. Mhm. Aber ich verdiene ja damit nichts, ist ja jetzt kein Beruf, sondern ist wie so eine eigene Zeitung, die man hat. Aber Bewegzeitung. Und was ich ja sehr interessant und spannend finde, und vielleicht kannst du mir auch sagen, warum du dich dazu entschieden hast, du hast ja die Kommentarfunktion bei dir auf Insta abgeschaltet. Nicht mehr? Jetzt wieder nicht mehr? Ja, nee. Ich habe da gerade erst noch geguckt. Naja, kann man jetzt wieder unter den Bildern... Gerade jetzt vor 4 Monaten nein, oder was? Nein. Ich habe mich natürlich jetzt drauf. Ja, ist ganz neu jetzt gerade wieder. Ich hatte irgendwie so eine Phase, wo ich irgendwie meine Ruhe haben wollte. Und dann habe ich immer so ein bisschen... Wenn du dich, sagen wir mal, 2 Monate so rausnimmst, kann ganz schön was passieren, kommentartechnisch. Also, ah ja, jetzt gerade wieder. Dann pöbeln die dann rum oder... Ach stimmt. Siehst du, die habe ich... Ich habe jetzt Kannst die du neuesten... das sehen? Ich hatte dich doch blockiert. Ja. Nee, das habe ich manchmal so, dass ich dann, wenn ich, das ist wie so, als wenn Urlaub, weißt du, dass ich Verstehe. Dann gerade bin ich raus. Bist du denn täglich bei Insta, postest da? Wenn es was zu erzählen gibt, ist das ja easy und einfach, aber es gibt auch Tage, wo man nichts war. Ich war ja vor kurzem 3 Wochen komplett offline, von allem. Ja. Also Nein. keine Telefonate, keine Mails. Und wann kam der Nervenzusammenbruch? Überhaupt nicht. Ich habe keine Nachrichten konsumiert, natürlich keinen Social Media. Und was passiert denn mit dir, wenn du dann völlig raus bist? Ich war so schön entspannt. Ich war völlig entspannt. Es war wirklich toll. Aber da kam doch dann die schlechte Laune, oder? Mhm. Da hast du doch mal jemand die Box dann oder so, das gesagt hat. Das konnte ich schon jetzt immer. Jetzt sieht es gerade keiner, den schubst ich jetzt mal. Alles mal ausmachen ist schön. Weil diese Reizüberflutung, die man hier normalerweise hat. Also ich schaff's nicht mehr, das ist wie so eine Droge. Ich schaffe auch keine Serie mehr zu gucken, ohne mindestens 3 Mal aufs Handy zu gucken, ob irgendwas passiert ist. Nee. Und realisiere auch immer noch nicht, dass nichts passiert. Also wenn du um 22 Uhr eine Serie guckst, es passiert, da kommt auch keine E-Mail mehr rein. Das ist ja genau die Erkenntnis. Ne? Ich habe 3 Wochen alles ausgehabt und kam wieder und habe einfach festgestellt, die Welt hat sich weitergedreht. Es ist nichts Entscheidendes passiert. Ich habe nichts wirklich Entscheidendes verpasst. Und man kommt natürlich dann auch in so einer Grundhaltung wieder. Ja. Mein Gott, die Leute haben Probleme. Oh. Ja. Ne? Und was auch interessant ist, wenn man selber alles aus hat und auch das Handy mal weglegt und gar nicht immer dabei hat, man fängt ja sofort andere an zu judgen. Ne? Also du siehst Leute und denkst so, oh Mann, leg doch mal das Handy. Ja. Als wenn man aufhört zu rauchen. Ja, oder beim Essen abends. Ne? Wenn dann siehst du so Menschen, auch Paare, die dann am Tisch sitzen, die den ganzen Abend kein Wort miteinander reden, weil jeder nur mit seinem Handy beschäftigt aber ist. Aber das ist traurig. Ja, aber gibt's natürlich. Ich habe zu Hause am Armbrusttisch ist das grüne Gesetz, das Handy weg. Also da gibt's nichts. Ja. Also die halbe, dreiviertel Stunde, die wir da sitzen, denke ich, dann komm. Ja. Also wo ich mich auch selber natürlich dran halte und das Faxgerät und alles aus habe und den Drucker. Aber da auch nicht denke so, oh, jetzt ich esse jetzt mal ein bisschen schneller, damit ich wieder ins Handy kann. Da ist es irgendwie so, da geht es. Stimmt. Ich habe übrigens ein Geschenk mitgebracht. Ach so! Stimmt. Jetzt kommt das Geschenk von Kai Pflaume. Bist gespannt? Ja. Ist schwer, ist bestimmt schwer, wa? Mhm.
Ja, es ist auch was Besonderes. Oh. Ist ein bisschen, eine goldene Büste von dir. Ein Teil von mir? Ein Teil von dir? Nein, ist ein bisschen ein Teil von mir. Na, pass mal auf, ich ziehe es jetzt gerade hier unterm Tisch aus meinem Rucksack. Oh. Jetzt hast du was gehört. Was oder? Ist denn jetzt los? So, pass mal auf, ich zeig dir jetzt mal nur so ein bisschen was und dann gucke ich mal, ob du errätst, was es ist. Es ist eine Kehrschippe. Es ist aber nicht nur eine Kehrschippe. Sag mal, du hast mir eine Kehrschippe mitgebracht, was ist denn jetzt los? Ich habe es aber auch eingepackt, du siehst, ich habe mir viel Mühe gegeben. Ne? Also eine lila, wie heißt das? Eine Kehrschippe mit einem... So, ne? I care for you. Ich habe schon, deswegen stelle ich immer wieder Fragen und lasse keine Pausen zu, weil ich dachte, wir müssen das schaffen, dass der keine Wortwitze macht, der Florian. Weißt du, diese natürlich wunderbaren Dad-Jokes. Das ist das. Und jetzt bringt er diese Kelle mit. Das ist dann das, sag's doch mal. Das ist das einzige Merch, was es von meinem YouTube-Kanal Ehrenpflaume gibt. Also heißt denn Müllschippe? Das eine ist Müllschippe. Ein Handfeger. Ja. Und eine Kehrschaufel. So, und natürlich in... Das ist dein Merch? Ja, in Ehrenpflaume-Farben. Da ist das Logo drauf. Was ist das für eine PR-Agentur, bei der du bist? Mit denen solltest du vielleicht mal reden. I care for you steht auf dem Handfeger drauf. Ne? So, das ist natürlich das qualitativ hochwertig in Deutschland klar, produziert das, und so. Das ne? Glasfaser ist das hier. Das ist ein Plastik. Und das war ein bisschen aus einer Situation heraus ist das entstanden. Ja. Na, weil ich habe so eine Kehrmaschine. Und wie viele Millionen verkaufst du denn davon? Nein, das ist wirklich eine ganz lustige kleine Aktion gewesen. Ich habe das in einer ganz kleinen Auflage gemacht. Ja. Die sind auch alle weg. Ich hatte nur noch privat was davon. Also ich hatte noch zwei davon zu Hause und habe gesagt, Mensch, das ist eine gute Gelegenheit und ich würde mich sehr freuen, wenn Kurt das in Ehren hält. Ja, natürlich. Ja. Also kannst du es auch irgendwo ins Wohnzimmer, in die Schrankwand stellen und so, musst es nicht benutzen. Das hänge ich mir über das Bett. Oder so. Falls irgendwas anfällt, Krümel oder irgendwas. Ja, und das ist genau aus so einem Wortwitz entstanden. Kommt von Herzen, ne? Ich hab mit so einer Kehrmaschine da so einen Weg sauber gemacht. Meiner Frau zum Hochzeitstag zum 20. Zum Beispiel. Das sag ich hier, guck mal, das ist das hier von Pflaume, von damals. Ja. Also ich denke noch darüber nach, ob es vielleicht, wird es vielleicht hier und da nochmal, wird es vielleicht noch was geben. Ach so. Ja. Also vielleicht noch andere Produkte, meine ich. Ach so, ich dachte, dass ich noch ein Geschenk kriege. Ein anderes kriegst du nicht mehr. Nee, aber vielleicht mache ich irgendwann noch mal andere Produkte. Also ich habe zum Beispiel an einen Kaya-Becher, habe ich noch gedacht. Wie fändest du das? Was? Ein Kaya-Becher. Kaya? Ein Kaya-Becher. Habe ich nicht verstanden. Du bist aber auch kein gutes Publikum. Ich bin, weil ich Komiker bin. Komiker verstehen keine Witze. Ja? Ich heiße doch Kai mit Vornamen. Ja. Ne? Hast du schon mal was von einem Eierbecher gehört? Ach, der war mal um die Ecke. Ein Kaya-Becher. Das als Kollege sage ich dir, Witze, die man erklären muss, sind scheiße. Das sage ich meinen Kollegen auch kannst immer. Kannst du gleich von der Liste streichen. Kaya-Becher, da kann ja alles sein. Ja, okay. Ich versuch's nochmal mit was anderem. Pass auf, du kannst jetzt noch einen Wortwitz machen und dann spielen wir Musik. Alles klar, pass auf. Ich habe mich jetzt entschieden, ich gehe jetzt in einen ganz anderen Bereich. Ich werde mich jetzt nämlich künstlicher Intelligenz werde ich mich jetzt beschäftigen. Ja. Weil meine Eltern waren ja sehr weitsichtig, weil die haben mir ja schon vor über 50 Jahren, haben die mich ja schon KI-Pflaume genannt. Es ist aber auch die Art von Witz, wo man dann wirklich, es ist Lachen und Schämen zugleich. So, aber weißt du, was wirklich verrückt ist? Ich will ja höflich sein. Ja. Weißt du, aber ich will mal ganz, jetzt nicht, dass du schlechte Laune wieder kriegst. Aber mal ganz kurz, nur um einmal seriös zu sein. Ja. Das musst du dir wirklich mal überlegen. In meinem Vornamen, Kai, steckt sowohl KI als auch AI. Ja, also KI und künstliche Intelligenz. Und Pflaume, wie die Zwetschge. Das ist doch wirklich, da waren meine Eltern doch visionär. Das ist klar, du kannst über Wasser gehen quasi. Das darf ich doch nicht liegen lassen. Kann dich jetzt hochheben und Hakuna Matata singen. Das ist wirklich was ganz Einzigartiges. Das ist so eine Möglichkeit, die muss man doch nutzen. So, du hast jetzt deine Witze verschossen, jetzt ist Feierabend. Aber sag mal, wie geht denn das jetzt mit Fernsehen weiter? Läuft das noch? Oder? Weil viele Leute sagen, die gucken kein Fernsehen mehr. Und dann, ich will dich nicht verscheißern oder in irgendwelche Wunden drücken. Ich habe Fernsehen wirklich sehr lieb, habe jahrelang selber Fernsehen gemacht, aber ich merke so, dass die Leute, also die sind nicht sauer oder sagen, da läuft nur Scheiße, aber die sind so gelangweilt irgendwie. Da ist irgendwie, dann denke ich, kriegen wir das nochmal zurück oder geht das Schiff jetzt langsam unter und ist dann weg? Ich glaube, es ist tatsächlich so,
Wir kennen natürlich, also wir meine ich jetzt, wir leben ja in urbanen Umfeldern, wir leben in großen Städten, da sind Streamingdienste ein viel größeres Thema. Ja. Ne? Aber es gibt ganz viele Menschen, die haben kein Netflix-Abo oder kein Amazon Prime und die schauen noch ganz normal Fernsehen. Und am Ende, denke ich, geht's. Ja, ich mache das auch, ich würde das auch machen. Ja. Also ich bin jetzt nicht so, es geht nicht mehr, sondern ich denke, dann mach doch mal noch ein bisschen mehr. Dass jetzt so Streaming-Anbieter kommen, ist ja der gleiche Käse, wie damals als Kabelfernsehen erfunden worden ist und ARD und ZDF dann auch zusehen mussten, dass sie da ein bisschen, ja, aber schau, ich glaube, es geht einfach um guten Content. Es geht um gute Inhalte. Du musst gute Inhalte produzieren und gute Inhalte werden immer gefunden werden. Ja. Die werden immer ihr Publikum haben. Und da ist es dann am Ende auch ganz egal, wo die laufen. Und das ist vielleicht heute einmal mehr dann die Aufgabe, die das Fernsehen auch hat. Und wir haben da in den letzten Jahren schon versucht, auch vieles zu tun. Und glaube, ein bisschen was, wenn wir jetzt das mal am zahlenmäßigen Erfolg festmachen, das geht schon auch auf das Konto, ne? Dass wir eben nicht nur die klassischen älteren Zuschauer haben, die per se mehr lineares Fernsehen schauen. Du bist einer der letzten, die so Familienshows machen, so mit Klein gegen Groß, wo ich zu Gast war, dachte ich auch so, ja. Also, da haben wir deinen Geburtstag gefeiert. Ja, weißt du noch? Stimmt. Das war krass. Habt ihr noch eine Torte besorgt für eine Tanke irgendwie? Wusste ja keiner. War ich wirklich über, da dachte ich, okay, Torte besorgt. Nee, aber da denke ich so, das gibt es ja heute nicht mehr. Entweder machst du was für Kinder, für Jugendliche oder für Erwachsene oder für Senioren. Genau. Aber da ist noch alles so, da ist noch alles zusammen. Aber meinst du, das wird es in 10 Jahren noch geben oder dass die Leute dann sagen, jetzt ist völlig... Ich könnte mir vorstellen, in 10 Jahren, dass ich, ich glaube, dass es Shows und immer noch geben wird. Ja. Die Frage ist, auf welchem Wege sie konsumiert werden. Weil die Shows, die du jetzt machst, Klein gegen Groß zum Beispiel, kannst du ja nicht bei YouTube produzieren. Das geht ja nicht. Also, nicht nur für YouTube produzieren. Da kommt die Kohle nicht zurück. Nee, also man muss dann schon gucken. Also das heißt, Samstagabendshow ist schon was für das Fernsehen. Du kannst bei YouTube alles machen, aber das nicht. Ja, das zeigt sich ja auch ein bisschen bei den Streaming-Anbietern, ne? Dass im klassischen Showbereich tut man sich da halt deutlich schwerer. Ne? Da brauchst du natürlich eben ein Publikum, was sich eben auch auf eine bestimmte Uhrzeit committet und halt sagt, Samstagabend, wenn wir als Familie fernschauen, dann am Samstag. Kannst du gar nicht mehr vermitteln. Wenn du jetzt jungen Leuten sagst, lass mal um 20.15 Uhr uns vor den Fernseher setzen, dann fragt dich jede 12-jährige, 15-jährige Kind, warum denn 20.15 Uhr? Also es sei denn, es kommt etwas, was bei ihnen also insofern einen Reiz ausübt, dass sie sagen, und da ist Klein gegen Groß ein gutes Beispiel, weil man damit ja dann auch schon groß geworden ist und sagt, wenn am Samstagabend, wie bei uns früher Wetten, wenn am Samstagabend Klein gegen Groß kommt, dann treffe ich mich mit meinen Freundinnen zur Übernachtungsparty. Naja, oder dass halt Mama oder Oma noch dazu ist und keiner sich halt langweilt und sagt, machen wir jetzt nur für die Kinder. Oder? Aber da stimme ich dir zu, da ist das Angebot einfach nicht groß und nicht breit genug. Also das ist so schade, weil ich bin traurig und manchmal auch ein bisschen sauer, weil ich so denke, Leute, ihr habt die Möglichkeiten sind da, ihr könnt jetzt richtig Gas geben irgendwie und macht doch. Also lasst doch das Schiff nicht untergehen und dann... Und wir versuchen Kai Flaume moderiert denn und sagt so, jetzt wie damals beim Farbfernsehen, weißt du, dann drückst du auf den roten Buzzer und dann geht das Licht aus. Genau. Irgendeiner hat es eingeschaltet und ich muss dann ausschalten. Ja. Ja, nee, das will ich nicht sein. Nein, aber guck, wir versuchen ja immer wieder auch mit neuen Ideen was Spannendes zu kreieren und damit eben auch vielleicht jüngere Leute aufs Fernsehen aufmerksam zu machen. Wir haben ja vergangenes Jahr im Oktober zum Start der jetzigen Wer weiß denn sowas Staffel haben wir dieses 25 Stunden Live-Spezial. Ja, da haben Detail gedacht, jetzt dreht er völlig ab. Nein, aber das ist doch... Das wäre auch was für dich, war, dass du 24 Stunden lang aufzeichnest, jeden Tag. Aber schau, wir haben ja gezeigt, dass es geht. Ja. Wir haben ja 25 Stunden live eine Sendung nach der anderen gemacht. Und das war halt einfach die Idee dazu. Ja. Und ich wollte einfach zeigen, dass Dinge, die im Internet passieren und da ja durchaus gängig sind, das weißt du jetzt nicht, ne? Aber auf YouTube und Twitch und so weiter gibt es permanent irgendwo 24 Stunden oder deutlich längere Streams, wo Leute dann durchgehend live sind. Und ich habe dann gesagt, hey, wir haben doch die ARD-Mediathek, wir haben den ARD-Livestream. Warum machen wir sowas nicht mal mit einer Fernsehshow? Ja, und dann denken alle am Anfang immer erstmal, jetzt macht das Spaß. Ne? Dann fange ich aber nicht an zu lachen. Ne? Ja. Und dann merke ich, oh shit, das meint er doch ernst. Er ist wahnsinnig geworden. Und dann, wenn man aber darüber nachdenkt, da steckt so viel drin. Und am Ende ist es der erfolgreichste Livestream gewesen, den es je in der ARD-Mediathek gab. Ja, geil. Und wir haben ganz viele junge Zuschauer damit erreicht. Und wir werden jetzt in dieser Staffel, wenn wir sie dann beenden, wir haben sie ja jetzt gerade beendet, ist ja auch schon wieder Juli, ne? Die Zeit rennt. Ne? Wie lange machst du das jetzt schon?
Aber wir gehen dann, also das war jetzt die 9. Staffel, also wir gehen dann jetzt ins 10. Jahr, ja. Krass. Über 1000 Folgen haben wir schon gemacht. Aber ich wollte darauf hinaus, dass es die erfolgreichste Staffel bei den jungen Leuten war, die wir dann je gemacht haben. Und also bist du schon so eine Art Jugendbeauftragter, dass die ARD sagt, Mensch, mach mal ein bisschen mehr hier bei YouTube und Insta, wir brauchen ja, wobei, das sagen sie ja nicht mir, sondern ich muss sie dann... Das machst du selber, weil selber. Die dann denken, und sag, hey, komm, ich mach da jetzt was. Machen, ja? Der Kai hat seinen eigenen Kopf, lass ihn machen. Jetzt ist er in L.A. gerade, steigt irgendwo aus dem Fahrstuhl raus. Lass ihn machen. Wer war denn dein Hero damals, als du 15 warst oder 12 und vor der Glotze saß und dachtest, boah, toll. Das, also ich glaube in der Zeit, das hat mit Hans-Joachim Kuhlenkampf, Wim Tolke, Rudi Carrell... Ja. Dann halt natürlich Thomas Gottschalk, ne, und so ging das durch die Bank weg. Und ja, das war natürlich am Ende zum Beispiel, ich war ja mal Kandidat bei Herzblatt, ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich weiß, ne? Klar. Mit Rudi Carrell. Ich war bei dieser NDR-Quizshow mit dabei, dieses Fernsehquiz, und da wartet. Ja, genau. Ja, ja, sah gut aus, einen Bürstenschnitt gehabt und Frankfurter Banker warst du da noch, genau, ne? Genau. Ja. Wenn schon Kapitalismus, dann an der Quelle. Und schämt man sich, wenn man solche Bilder sieht von sich? Das ist übrigens ein sehr gutes Beispiel dafür. Das ist halt das Fiese jetzt, wenn man so YouTube hat und so, das kriegst du ja nie wieder weg. So. Das kommt vor allen Dingen, der Ausschnitt von mir bei Herzblatt, der kommt in ganz regelmäßigen Abständen dann auch auf TikTok immer mal wieder. Ja, ja, klar. Und dann kriege ich das natürlich von ganz vielen Leuten das zugeschickt. Bestimmt Leute, hast du das schon gesehen? Genau, die das noch nicht gesehen haben. Und dann sagen, hey, Wahnsinn, und du warst mal bei Herzblatt. Und ist schon mal einer von diesen Dinosauriern damals auf dich zugekommen, hat gesagt, du machst das gut? Oder aus dir wird was, du wirst mein Nachfolger, so ein, weiß ich, Rudi Carrell oder Gottschalk oder. Nee, der, also Günter Jauch, Günter Jauch habe ich letzte Woche getroffen. Der hat gesagt, ich glaube, aus dir wird nochmal was. Das hat er letzte Woche gesagt, ja. Da kannst du dir auch was drauf einbilden. Weißt du? Vielleicht kannst du irgendwann damit Geld verdienen. Mhm. Ja, ich, vielleicht hat er das auch, ich duze Günter Jauch ja auch ganz konsequent. Ja, ja, klar. Ja. Aber kennst dann, du die Geschichte auch? Ich weiß gar nicht, ich glaube, er weiß selber nicht, wie er duzt niemanden. Anke Engelke. Ich glaube, es geht nicht nur darum, dass er niemanden duzt, sondern das wird ja immer erzählt, dass er von so wenigen Leuten nur geduzt wird. Ja. Und ich habe mir da ehrlich gesagt nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe immer. Ach, du duzt ihn, aber dann kriegst du mal ein Schreiben vom Anwalt, wo das heißt, hören Sie bitte auf, Herrn Jauch zu duzen. Privatsphäre. Nein, das war am Anfang, als ich dann selber zum Fernsehen kam, als ich dann 1993 mit Nur die Liebe zählt angefangen habe. Dann, nur die Liebe zählt, stimmt, Sat.1. Das war's. Und da hast du auch 1000 Mal moderiert, wa? Das habe ich sehr oft moderiert. 18 Jahre lang, gab es ja sehr, sehr lange. Und da habe ich natürlich dann, als ich dann plötzlich mit der eigenen Show selber beim Fernsehen war, da habe ich dann irgendwann auch Rudi Carrell natürlich mal wieder getroffen. Und ich glaube, am Anfang hat er da echt so seine Schwierigkeiten mit gehabt, dass wir plötzlich Kollegen waren. Ach so, ne? Wegen junge Leute und ne? So. Weil ich am Anfang, ich war ja mal Kandidat bei ihm in der Sendung, das war dann ja auch gar nicht so lange her. Ne? Ja. Ich war 1991 bei Herzblatt. Aber Moment, hast du überhaupt ein Herzblatt denn gefunden? Ja, ich wurde ausgewählt. Also ich war ja einer der drei Jungs und die junge Frau, die auf der anderen Seite war. Und dann bist du dann mit dem Herzblatt-Hubschrauber? Mit dem Herzblatt-Hubschrauber nach St. Johann in Tirol. Das hört sich ja romantisch an. Und ist denn was daraus geworden? Jetzt musst du sagen, ja, ich bin mit ihr seit 30 Jahren verheiratet. Nein, das bin ich. Also ich bin mit meiner Frau seit fast 30 Jahren verheiratet, aber meine Frau war nicht das Herzblatt von damals. Aber ich habe mit ihr bis heute Kontakt. Mit dem Herzblatt von früher? Was? Ja. Und was sagt deine Frau dazu? Naja, wir haben Kontakt, das heißt, dass wir... Du 30 Jahre Kontakt haben zu einer Frau, naja, nicht, wo nicht fast jeden, was draus geworden nicht wäre. Jeden Tag und jede Woche und jeden Monat, aber immer wieder und so, ach dass so. Man zumindest... Also auch also jetzt nicht man, täglich. Das gute Nacht, schlaf schön, mein lieber Kai. Ich küsse deine Augen. Küss doch deine Frau mal von mir. Nein, aber das war, es gab natürlich auch von ihrer Seite gab es ja dann auch Momente, ja. Ne, wo dieser Ausschnitt, nachdem ich dann beim Fernsehen war, wurde dieser Ausschnitt von mir bei Herzblatt ja immer und immer und immer wieder gezeigt. Ne? Also ich glaube, ganze Teile des Bayerischen Rundfunks haben sich aus den Lizenzgebühren dieses Ausschnitts finanziert. Würdest du das heute nochmal machen, wenn du wüsstest, dass das hunderte total. Von Jahren irgendwie... Absolut. Nee, das war wirklich, das war eine super Erfahrung für mich und nur deswegen habe ich mich ja dann selber intensiv mit dem Gedanken befasst, vielleicht zum Fernsehen und zu gehen. Und wolltest du wirklich da die Liebe deines Lebens finden oder hast du einfach Bock gehabt, Fernsehen kennenzulernen oder zu sagen, weil ich habe dann früher mal so Komparserie gemacht, weil ich dachte, wie soll ich denn da rein?
Wie soll ich denn ins Fernsehen kommen? Mich fragt ja keiner. Also. Herzberg war ein ganz großer Zufall. Ich war mit einem Freund und Kollegen in Frankfurt in der Mittagspause auf einer Fußgängerzone unterwegs. Und dann kam eine Frau zu uns und sagt, ihr seid doch zwei coole Jungs, habt ihr nicht Lust, bei Herzberg mitzumachen? Wir haben uns kaputt gelacht. Ja. Ne? Und haben gesagt, das war absolute Kultsendung. Ne? Ja. Freitagabend, heißt bevor man Scheiß. Ausgegangen ist. 18:20 Uhr, 20:50 Ja, genau. 19:20 glaube ich. 19:20 bis 19:50 Also ich weiß es nicht mehr ganz genau. Haben viele Millionen Leute geguckt, so bevor man dann ausgegangen ist. Ne? Und dann hat sie gesagt, ja und so, also wir haben in zwei Wochen Casting hier in Frankfurt und kommt da doch hin. Mhm. Und wir waren sehr pragmatisch und haben gesagt, komm, da gehen wir hin. Ne? Lernen wir bestimmt ein paar nette Mädels kennen. Und so. Vorher dann, ne? Und gucken wir uns an. Und dann sind wir da zu dem Casting und dann haben die dann am Ende gesagt, ja, wir nehmen euch beide in die Sendung und ihr seid dann, das war glaube ich 4-5 Wochen später, ne, war ich in der einen Sendung, er in der anderen Sendung und dann waren wir in München im Studio und waren dann bei der Herzblutaufzeichnung dabei. Sind auch beide ausgewählt worden. Also wir sind dann beide in unterschiedlichen Herzblatt-Hubschraubern an unterschiedliche Ziele auch geflogen. Und es war super lustig für uns. Und die Susi war so toll. Hast du Susi kennengelernt? Ja, Susi, natürlich habe ich Susi kennengelernt. Die Susi, die Stimme, die Mann so total. Ja. Das ist kein Flaum, der sucht jemand. Ja, gut. Und ja, und so war es. Und dann, so, das war mein Einstieg ins Fernsehen. Ja. Aber wir wollten eigentlich um mein Herzblatt. Für sie war es dann, als ich dann 2011 zur ARD gekommen bin, dann war das ja genau 30 Jahre nach meinem Herzblatt-Auftritt. Und dann, 20 Jahre nach meinem Herzblatt-Auftritt. Und dann hieß die Kampagne damals, kein Pflaume zurück bei der ARD, das erste Herzblatt, was nach 20 Jahren mit einer eigenen Show zurück ins Erste kommt. Und das Ganze natürlich wieder garniert mit diesen Ausschnitten aus der Sendung. Und ich kann es nicht mehr sehen. Die liefen in Heavy Rotation. Und ich schäme mich immer, wenn ich Sachen von früher sehe, denke ich immer, oh. Nein, und da habe ich sie natürlich darauf vorbereitet und habe gesagt, hey, nur, dass du das weißt, könnte sein, dass du demnächst wieder öfter darauf angesprochen wirst. Das ist hier und da zu sehen. Oh Gott, die arme Frau. Nein, bei ihr läuft es ja super, aber sie? Nein, bei ihr läuft es auch super. Alles gut, alles gut. Okay, Herr Pflaume, dann bedanke ich mich recht herzlich. Ist schon vorbei? Ja, aber wir gehen natürlich gleich in Deluxe-Teil rüber und da würde ich gerne drüber sprechen. Was über diese, der Deluxe-Teil? Nein, ich weiß natürlich, was der Deluxe-Teil ist. Ich bin ja regelmäßig Hörer. Hier geht jetzt gleich die Wand auf und dann kommt dein Herzblatt. Ich habe dich sogar abonniert. Ist das in Ordnung? Ich habe dich abonniert. Ja, klar. Ich habe Feelings abonniert. Das muss man ja mal sagen, abonniert. Ja, klar. Drück die Glocke. Nee, das ist du bei YouTube machen, das ist ne? YouTube. Was heißt denn, drück die Glocke? Na, wenn du die Glocke aktivierst. Das ist der Alarm. Also ja, wenn ich wieder dann, das ist eine Notification. Also wenn du eine Glocke aktivierst, dann kriegst du immer eine Nachricht, wenn etwas Neues auf dem Kanal online geht. Da verpasst du nichts. Ist das PC, wenn ich öffentlich sage, drück mal die Glocke? Die Glocken, das wäre schlimmer. Okay, dann lassen wir das. Wir gehen jetzt gleich in den Deluxe-Teil rüber und dann würde ich gerne über Rudi Carrell sprechen. Weil ich höre da so leicht raus. Wie er so war? Dass man, dass dass da dieser Generationenkonflikt ist. Da kommen die jungen Leute, das, was wir jetzt auch haben. Jetzt kommen ja auch junge Leute, junge Komiker kommen, junge Moderatoren, Moderatorinnen. Viele Leute in unserem Alter sagen dann, ja, die jungen Leute. Sagst du sowas? Ich sag das nicht. Ich nicht. Ich auch nicht. Aber ich habe das so bei Rudi Carrell rausgehört. Aber da machen wir es jetzt spannend. Das war Feelings für heute. Wir gehen jetzt rüber zu Feelings Deluxe, exklusiv bei Amazon Music. Cool, habe ich auch. Kann ich auch mal anhören. Drückt uns die Glocken. Macht's gut. Schön, toll. Ich glaube, das irgendwo hast du mal ein Video auch gehabt, ne? Ja. Hast du noch einen Besen? Ja. Der hat keinen Klappstiel. Und deswegen konnte ich mir nicht mehr interessieren. Kurt Krömer Feelings ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wondery. Executive Producer für Studio Bummens Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend Mo Anaisi. Für Wondery Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Wiebke Holtermann und Inga Wessling haben die Redaktion für diese Folge gemacht. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher. Und ohne Werbung.